Bis er nach Gryffindor kommt und Sucher wird und so, schlägt er stark den Weg seines Vaters ein. Und wahrscheinlich wäre er in Slytherin, vielleicht wäre er Sucher gewesen, wahrscheinlich nicht, weil er sich ja dann nicht für Neville eingesetzt hätte. Ja, stimmt. Und dann hätte Snape wahrscheinlich eher den Aspekt, oh, er ist überhaupt nicht wie sein Vater, ich muss ihn beschützen, er ist die Tochter meiner geliebten Lily. Ja eben, also ich finde generell die Frage etwas merkwürdig. Ich glaube, sowas darf man gar nicht, diese Frage darf man glaube ich gar nicht stellen. Ich meine, man sollte ja auch nicht bei der Google-Suchmaschine nach Google suchen oder was passiert, wenn man... Ich habe gehört, dann geht die Welt unter. Ja, oder das Wort Duden im Duden nachschlagen, das sind so alles Sachen, die man glaube ich nicht machen sollte. Dann stand ja auch im Raum, ob Lucius nach Azkaban kommen sollte, wurde dann jedoch abgewiesen, weil er ja meinte, er steht unter einem Imperius-Fluch. Ja, das war ja damals ein großes Thema, das haben viele gesagt. Und ich finde halt, man hätte schon theoretisch einfach Veritaserum anwenden können, um dann zu schauen, stimmt das überhaupt, weil sonst könnte das ja jeder sagen. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. VAB-Gönnung? Hä? Was heißt denn VAB? Ich weiß es nicht, aber diese Person hat 37 Kommentare geschrieben. Vielleicht war da auch einer mit Eukalyptus dabei. Schade, dass es... Hä? Der ist von mir? Ach, der ist von mir! Ich bin so ein Trottel, Leute. Oh mein Gott. Das ist... Ich hab den Kommentar geschrieben. Ich kann zaubern. Nein. Was? Okay. Das hast du nicht gefragt. Nein, das ist falsch. Fliegen kannst du noch nicht. Aber wie lange dauert das denn? Um Gottes Willen, was ist das denn? Wieso dauert das so lange? Hallo? 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 Leute. Also ich glaube, mit dem Monsterbuch könnte das eventuell doch nicht eine allzu gute Idee sein. Hilfe! Nö, keine Ahnung. Ich dachte, die bleiben dann so sitzen. Das ist der Troll. Und er greift mich auch an. So, zack, 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 zack. Geschichte. Nur mal kurz zur Info. So. Momentchen, Leute. LOL! Als ob! Fett! Leute, wir haben's hingekriegt! So. Moment mal. Oh, wisst ihr, was da ist, Leute? Oh, Let's Build Hogwarts Geschichte wird wiederbelebt. Leute. Ich hatte schon mal die Bauaufgabe, ja, einen Friedhof zu errichten mit einem Zuschauer, wo ich meine Together-Folge auch gemacht habe. Und dann haben wir uns hier diesen Platz rausgesucht und haben hier den Kamin hingesetzt, um mit Flohpulver hin und her zu reisen. Leider ist es dann doch nicht so gekommen, weil ich weiß gar nicht mehr, wo... Reinmachen. Ich würde mal ganz kurz schauen, ob das dann funktioniert, dass ich mal ganz kurz zu Hogwarts kann, um dann mit Netherstein wieder zurückzukommen. Du müsstest, genau... Ja, perfekt. Du hast das Spiel verlassen. Was? Diesen Schritt gewagt haben, möchte ich mit euch jetzt hier dieses Ding wegbauen und damit quasi den Eingang zur Kammer des Schreckens einläuten. 3, 2, 1 und weg! Bumm! So, und wir landen hier. Und genau hier wird's gebaut. So, und jetzt versuchen wir direkt mal das mit dem Gemälde. Denn, ich glaube, das könnte mit am schwierigsten werden. Ich gebe es langsam auf, Leute. Das kann's doch nicht sein. Es kommt einfach nicht. Es geht nicht. Was mache ich hier falsch? Ich verzweifle hier gerade, Leute. Das kann nicht sein. Das macht mich gerade echt verrückt, ne?
Sonst... Wisst ihr was? Wir machen das später. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich mach das später. Ich kriege hier gleich die Krise. Das kann's einfach nicht sein. Boah, regt das auf. Das war so sinnlos. Wir haben jetzt 10 Minuten dafür vergeudet. 10 fucking Minuten. Definitiv. Ohne Zweifel. Also es ist definitiv die schlechteste und ich krieg gleich hier voll die Krise. Kommentaren da. Fände ich wirklich cool. Und ja, soweit erstmal, oder so viel erstmal dazu. Ich finde, das sieht jetzt hier mittlerweile eigentlich schon ganz gut aus. Auch wenn es noch ein bisschen hell wirkt. Aber wir können ja alle drei eigentlich hier drin lassen. Aber dann hat er einfach drei Schüler vergessen. Was ist denn mit denen hier? Ich meine, das sind ja auch noch Skelette. So, dann liegt hier einer tot auf dem Boden. Boah, das ist ja richtig übel. Ey, Leute, oh mein Gott. Hier machen wir auch noch einen hin, der seinen Kopf verloren hat, wie auch immer das passiert ist. Und dann haben wir noch einen, der so zusammengesackt ist, wie so eine Schnapsleiche. So, den packen wir dahin. Alter Vater, ey. Das ist ja echt... Wow, ey. Wurde später für Muggel einfach als Schild dargestellt, glaube ich. Irgendwie so... LOL. LOL. Alles klar. Okay. Interessant. Ich gehe mal wieder hoch. Auf, dass das ein durchgehender Gang ist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich Idiot. Oh nein. Von vorne bis hinten richtig mies gewesen. Deswegen habe ich so gemacht, dass ich euch auf Twitter mal gefragt habe, ob ihr mir vielleicht ein paar Lösungsansätze schicken könntet. Und da kam natürlich ein Lösungsansatz, der wirklich extrem gut war. Und ich hoffe, ich vergesse den Beitrag jetzt hier an dieser Stelle jetzt nicht einzublenden. Ansonsten sollte ich es vergessen, werde ich jetzt einfach nochmal gerade ganz kurz den Namen der Person nennen, die mir diese Antwort geschickt hat, beziehungsweise diese Idee. Und zwar der Professor Baum. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle für diese Idee. Mich gerade etwas. Ey, lieber Testral, kann ich auf dir reiten? Geht das? Warte mal. Kann ich mit dir heraus? Ja! Oh, du bist süß. Och, wie goldig. Süßer kleiner Testral, wo setze ich dich denn ab? Nein! Du Arschloch! Alter, der spinnt ja wohl. Hey, Kollege. Ich kann ja wohl nicht angehen, dass du mich Hallo, nicht hier reinfliegen, das ist Baustelle. Anders ist. Und zwar, ich trage einen unglaublich effizienten und unglaublich schönen Rucksack. Leute, ist das nicht wunderschön? Und jeder, der ja, ein bisschen aufmerksamer zugeschaut hat, wird auch sehen, ich trage noch was anderes Neues. Endlich stimmt nämlich das Haus meiner Uniform. Ich war vorher immer in einem Gryffindor-Skin und jetzt endlich in einem Hufflepuff-Uniform-Skin. Ziehen hin. Hier setzen wir ein paar Süßigkeiten hin. Hier setzen wir nochmal ein bisschen Medizin hin. Hier nochmal das. So. Hier können wir... Ich würde hier gerne nochmal diese Süßigkeiten-Schale setzen. Hier wieder eine Leuchte. So. Dann wieder ein Trank. Hier können wir mal einen Trank machen, der umgekippt ist. Dummerweise, weil der Schüler einfach zu blöd ist. Da könnte ich wahrscheinlich gelegen haben. Gestehen, ich habe es noch nicht vollkommen ausprobiert. Wir setzen uns einfach mal rein und ab dafür. Sollte
Ich hoffe es. Komm schon. Minecraft, lass mich nicht im Stich. Ja! Ein bisschen Feuerwerk.